Hallo, willkommen bei American Bacon in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir unsere Serie weiter, wie man einen Blechkuchen aufpeppt. Und diesmal ist es für Muttertag mit ganz vielen Blumen. Und legen wir los. Wie immer fangen wir an mit einem gestrichenen Blechkuchen. Ihr könnt es selber streichen, in der Form lassen und nur oben drauf streichen oder ihr könnt es gestrichen kaufen. Wir benutzen drei Farben von Buttercreme, dunkelrot mit einem Spritzbeutel mit einem kleinen runden Tüle sowie einer Blumentüle, weiß mit einer Sterntüle und grün mit einer kleinen Blatttüle. Ich fing an, eine Bordüre unten an der Torte zu spritzen. Das ist meine Version von einer Rückwärtsmuschelbordüre. Man spritzt eine Schleife in einer Richtung und der nächste in der Gegenrichtung. Rechts, links, rechts, links. Ich liebe diese Bordüre, aber ich finde, sie sieht sehr elegant aus. Dann mit einem Holzspieß zeichne ich ein Herz in der Mitte der Torte und skizziere ich die Worte Happy Mother's Day in der Mitte. Ich machte die kleinen Flecken Buttercreme sauber. Dann spritzte ich über die Worte mit dunkelroter Buttercreme mit der kleinen runden Tüle. Ich machte diese Farbe mit roter Lebensmittelfarbe sowie ein Tröpfchen Blau. Ich wollte ursprünglich lila dazu, aber es paarte nicht so gut mit dem Rot. Das Blau funktionierte besser. Dann folgte ich die Herzform mit einer Blumentüle, um eine Krause zu machen. Ich hätte es leicht nach außen rücken sollen, damit es nicht so nah an den Worten wäre. Dann spritzte ich die Rückwärtsmuschelbordüre neben das Herz. Oh, ich liebte das. Ich fand, es sieht sehr einfach so wunderschön aus. Dann spritzte ich ganz viele rote Rosen mit der Blumentüle. Ich habe ein Tutorial darüber, wie man eine Buttercreme-Rose spritzt, wenn ihr eins braucht. Aber ich wollte, dass diese Torte mit lauter Rosen gedeckt war. Also spritzte ich weiter, bis ich keine Buttercreme mehr hatte. Ich benutzte kleine Rosen und große Rosen und deckte mehr oder weniger die untere Hälfte der Torte mit Blumen. Ich habe sie mit der Schere platziert. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, klickt den Daumen hoch. Und während ihr da unten seid, klickt abonnieren für ein neues Tortenvideo jede Woche. Nachdem ich keine rote Buttercreme mehr hatte, spritzte ich viele Blätter um die Rosen herum. Hier habt ihr die Möglichkeiten, alle kleinen Macken der Rosen zu decken. Als letzter Schritt spritzte ich eine Muschelbordüre an der Kanten der Torte. Ich spritzte sie als letztes, damit meine Hand nicht ständig dagegen käme, während ich mit den Rosen beschäftigt war. Ich liebe diese Torte. Das ist die Art Muttertagstorte, die ich für meine eigene Mutter machen würde. Sie würde auch diese Torte lieben. Dunkelrote Rosen und grüne Blätter überall, wo man schaut. Mit der Eleganz, der hohen Kontrast des Weißen. Alles Gute zum Muttertag. Ich finde, dieses Design würde auch wunderschön sein als Hochzeitstorte mit den Namen des Paars innerhalb des Herzens.
Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerandgermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonnieren nicht vergessen!